Okay, jetzt muss ich erstmal noch heilen. Sayas. Jo, so passt das. Jetzt bin ich nur gespannt, ob ich den Drachentöter tatsächlich ausrüsten muss. Ja, muss ich. So, Schnitz. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verärgert. Ist mir egal. So, dann wechsle ich direkt nochmal das Schwert. Damit ich direkt wieder das Stärkere habe. Falls ich es gleich nochmal brauche, ändere ich es nochmal um. Oha. Okay, das hier ist auch ein kleines Labyrinth. Oh, hallo Äugchen. Mit euch kann ich nichts machen. Okay. Es wirkt auch gerade wie ein fragwürdiger Dungeon hier. Über das Gewebe und hier diese ganzen Körperteile zu wandern. Ach nee. Diese Gegnergruppe kann ich ignorieren. Aber die wollen mich nicht ignorieren. Düster Atem. Achso, die heilen sich jetzt alle selbst. Wollte schon sagen, was passiert denn jetzt? Placebo-Schlag. Okay, ergreifen wir die Flucht. So. Will ich mal hier drüben gucken. Weil hier kann ich auch hoch. Hier ist aber nichts. Da muss ich tatsächlich da vorne mich durchwagen. Oder hier hoch? Ah. Okay, die Schnur ist wieder da. Egal. Ach nee, ihr schon wieder? Immer diese ganzen Untoten. Schlimmes Volk. Wer hat die alle heraufbeschworen? Den will ich verbrennen. Ah, ich bin oben. Ah, ein willkommenes Geschenk. Giftblocker. Hier ist nichts. Schade. Hat hier niemand was reingestopft? Oh je. Was erwartet mich jetzt? Nun denn, ich habe euch gewarnt. Hi. Du, was habt ihr mit Elina getan? Wie ich es euch bereits sagte, Elina ist nicht länger hier. Jedoch, was sie hinterließ, ist hier in diesem Zimmer. Wo ist General Ruhn? Ah, Hauptmann Ursula. Ich befürchte, dass ihr ihn eben verpasst habt. Der General ist zur Hauptstadt aufgebrochen. Was? Warum? Ich befürchte, dass der General und andere wie er nicht zu schätzen wussten, was ich zu tun versuche. Der General oder was er denkt, ist mir egal. Was meintet ihr, als ihr sagtet, dass Elina nicht hier sei? Na, na, na. Ich habe nicht die Absicht, mit euch zu kämpfen. Warum seht ihr nicht selbst nach? Wartet! Oh je, will ich das wirklich sehen? Das ist bestimmt eine Falle. Liegt hier noch irgendwas? Dianas Kleid. Nehmen wir mit. Gut, dann schauen wir mal rein. Sie liegt im Bett? Gray, du bist gekommen. Genau wie ich gebetet hatte, dass du es tun würdest.
Elina, du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Komm, Elina, jetzt können wir alle zusammen nach Hause gehen. Danke, dass ihr meinetwegen gekommen seid, Cray. Nina, aber... Ich habe Angst, dass ich nicht von hier fort kann. Warum nicht? Die Hauptstadt wurde angegriffen. Das Kaiserreich ist abgelenkt. Wir könnten verschwinden, bevor es jemand bemerkt. Sie hat recht. Lass uns gehen, Elina. Wir werden dich beschützen. Ich schwöre es. Willkommen zurück, Sinas. Die Welt ist im Wandel. Ich kann es fühlen. Und du, Cray, und Nina, und der Rest. Ihr seid alle auf den Pfad gegangen, der diesen Wandel vollzieht. Ihr seid Teil davon. Elina! Ihr müsst eure Reise fortsetzen. Der war tatsächlich in einer anderen Stadt. Zeigt ihr gleich, Sinas. Falls ich dazu komme. Ihr werdet an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gebraucht. Ihr müsst dort sein. Elina! Nina, könntet ihr uns für einen Moment allein lassen? Okay. Danke, Nina. Oh, und Rio? Würde es dir etwas ausmachen, den Drachentöter hier zu lassen? Okay. Alles klar, Sabzi, dann gute Nacht. Dann hab eine angenehme Arbeitswoche und danke, dass du auch da warst. Danke. Ob das jetzt so eine gute Idee ist? Bitte, lass uns eine Zeit allein, in Ordnung? Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut ist. Aber gut. Warte einen Moment. Woher kannte Elina deinen Namen, Ryu? Siehst du? Ich wusste, das war eine Falle. Dey, sag mir etwas. Sie hat die gleiche Art von Aura wie die Drachen. Sagte sie. Okay. Elina? Cray, ich habe dir bereits gesagt, wie du Teil des großen Wandels bist, der bevorsteht. Wie du in einen mächtigen Strom gefangen bist, der dich mitreißt. Einer dieser Ströme, der die Welt bewegt, ist Ryu. Aber es gibt noch einen weiteren Strom, der andere endlose. Wenn sich diese beiden Ströme begegnen, dann wirst du die wahre Bedeutung deiner Reise verstehen. Was meinst du, Elina? Wie kannst du diese Dinge wissen? Und warum kannst du von hier nicht fort? Cray, es ist, weil sie einer der Endlosen ist. Ich habe sie in einen Endlosen umgeformt. Umgeformt? Von was redet ihr überhaupt? Gestatten mir eine Erklärung. Zuerst hatte ich darüber nachgedacht, Prinzessin Elina als ein Opfer für die Karonade zu verwenden. Ein Opfer? Ja, ich bin mir sicher, ihr seid euch dessen bewusst, dass je stärker die Verbindung ist, die ein Opfer zu einem Zielgebiet hat, umso mächtiger wird das Hex. Angesichts ihrer Beliebtheit unter den Leuten von Levant war Elina die beste Wahl, um sie als Opfer zu gebrauchen. Allerdings hatten wir immer Probleme bei der Vorbereitung des Opfers. Ein Hex wird durch die negativen Gedanken und Emotionen des Opfers geformt. Um diese Gefühle produzieren zu können, müssen wir das Opfer geeignet aufbereiten.
Wir quälen das Opfer auf die schmerzhafteste Weise. Jedoch viel zu oft stirbt das Opfer an den Folgen der Aufbereitung. Deshalb hatte ich eine Idee. Was, wenn wir dem Opfer einen Körper geben, der jegliches Ausmaß an Qualen ertragen könnte, ganz gleich wie groß diese wären? Und so gab ich ihr einen neuen Körper, einen unsterblichen Körper. Nein! Und so wurde Elina dazu verpflichtet, den Prinzen von Ludia zu heiraten? Natürlich, wenn Crazy inzwischen aufgehalten hätte. Gray ist schon ziemlich lange dort drin. Über was können Sie reden, das so viel Zeit beansprucht? Ich glaube, das willst du nicht wissen, Nina. Nein! Nun, was haltet ihr davon? Ich bediente mich der Teile verschiedener Kreaturen und vereinte sie mit Hilfe uralter Rituale und Zauber. Unglücklicherweise wurde ihr Körper stärker, als ich dachte, und wuchs mit überragender Geschwindigkeit. Erinnert ihr euch an die Organe, die ihr auf dem Weg hierher passiert habt? Ja, das sind ihre. Ihr Körper wurde ein Teil dieses Gefüges. Sie kann jeglichen Schmerz widerstehen und stirbt nicht. Sie ist das ultimative Opfer. Sie ist nunmehr endlos. Mit anderen Worten, ich habe einen Gott erschaffen. Du Wahnsinniger! Monster! Ich töte dich mit meinen bloßen Händen. Ihr würdet mich töten? Mich? Ich kann Götter erschaffen. Ihr könnt mich nicht töten. Da kennst du Cray schlecht. Ich habe eine Bestimmung. Ich werde mein Wissen dazu verwenden, um die Welt zu verändern. Cray. Cray. Es ist zu spät für mich. Elina, ich... Es tut mir leid, wenn ich nur eher hier gewesen wäre. Ich... Gray, ich bat Rio, den Drachentöter aus bestimmtem Grund hier zu lassen. Oh nein. Ich will nicht für immer so leben, Gray. Bitte, Cray, lass mich nicht länger leiden. Ich kann das nicht tun. Elina, ich liebe dich, Elina. Ich weiß. Aus diesem Grund frage ich dich, Cray. Du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ich bin glücklich zu wissen, dass dein Gesicht das letzte ist, das ich sehen werde. Das klang bedrohlich. Als er wiederkam, er sagte nichts zu uns. Dennoch, ich wusste bereits, dass ich meine Schwester niemals wiedersehen werde. Und so traten wir die letzte Etappe unserer Reise an.
steht wie bisher im Schatten der Endlosen. Kapitel 4: Jene, die vergehen. Ja. Somit war die Reise auf der Suche nach Elina, ja, einfach dafür da, um sie letzten Endes dann leider umzubringen, weil sie von Yuna in den Endlosen verwandelt wurde. Ist auch schon ein bisschen hart. Und irgendwo schade. Naja. So weit, so gut. Also wenn der... Ja, wenn der Direktor bzw. der Hauptmann jetzt in der Hauptstadt ist, müssen wir da jetzt auch hin. Fühlst du dich nicht wohl, Nina? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, was ich fühle. Meine Schwester. Als wir sie zu Beginn nicht fanden, rieten uns die Leute dazu, aufzugeben. Aber ich hatte noch Hoffnung. Dann, um zu erfahren, dass sie tot ist. Als er erschien, als Daze mich verließ. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich fühlte mich leer, aber... Du versuchst mich aufzuheitern, oder Erschin? Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich mag mich allein fühlen, aber ich bin es nicht. Ich habe euch alle. Alle meine Freunde. Ich? Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, ich hätte euch gebeten, dasselbe zu tun. Was du getan hast, wozu es auch immer gut sein mag, ich glaube, du hast das Richtige getan. Ich... Denke auch so. So. Wir sind wieder frisch aufgetankt und wollen uns dann direkt mal zur Hauptstadt begeben. Und mal sehen, was dort so abgeht. Na, dann müssen wir jetzt eigentlich durch diese Straße durchkommen. Ja, diesmal ist der Weg komplett frei. General Ruhn versammelte die übrigen Streitkräfte und machte sich zur Hauptstadt auf. Er ließ uns als Wachen hier. Bist du nur noch ganz alleine? Nee, hier ist noch einer. So. General Ruhn ist unsere einzige Hoffnung. Wenn er fällt... Nein. Wir dürfen es nicht zulassen, an so etwas zu denken. Außerdem hat er mehr als genug Monster getötet. Alles wird gut werden, richtig? Na, hoffen wir es mal, ne? Oha, ein Cyclops. Okay, beziehungsweise Zyklops. Wie auch immer, auf jeden Fall ist er riesig und hat nur ein Auge. Und haut gut zu. Aber den machen wir zusammen platt. Okay, der hält auch gut was aus, ne? Und dafür trifft er wenigstens Ursula nicht. Geschieht ja recht.
Na, dafür ist jetzt seine Keule einfach mal kaputt gegangen. Der Arme. Ja, Sinas, das finde ich auch eigentlich immer ganz cool. Wenn man halt im Verlauf der Story halt merkt, wie sich die Gruppen dann meist so, ja, zusammenraufen und immer mehr zusammenhalten. Gerade gegen Ende ist das meist ja so. Ich hoffe, ich gehe hier den richtigen Weg. Ja, dann komme ich zumindest hier zur Sonne. Aber da war halt noch ein Weg, ne? Ich will mal gucken, wo der hinführt. Okay, egal was für ein Gegner jetzt ist, den will ich jetzt nicht bekämpfen. Nochmal Zyklops. Ausnahmsweise lassen wir dich da mal einfach so stehen. Und dann gucken wir mal, ob der Weg da unten irgendwo auch noch zu was Besonderem hinführt. Oder ob das einfach nur hier da ist. Noch ein Gegner. Na, wenn wir jetzt noch ein paar drauf haben. Zwei von euch. Ich gehe nochmal. Ich habe einen von euch besiegt, das reicht mir. Da brauche ich nicht noch zwei weitere. Auch wenn ihr gute Erfahrungspunkte und so gebt, aber ihr haut doch schon auch ganz gut zu. Gut, dieser Weg führt zu diesem Punkt. Gut, dann schaue ich mir erstmal, was haben wir hier oben? Berg Yogi.